in Laramie Jones, where our neighbors a long time back. They live right down the road from us in a shack just like our shack. We worked in the fields together, and we learned to count on each other. When you live off the land, you don't have time. Komm rein. Der Pass kam der Kopf drauf, aber ich bin gespannt, was du jetzt dabei hast. Wenn man das mal angucken. Das ist dein hier. Arbeitsplatz. Schön, danke sehr. Das ist also ein bayerischer Schaber. Mhm. Wenn man umbindet, wirst du sicher wissen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber wenn ich mir das bitte so anschaue. Was nimmst du zum Kocher her? Da haben also ein Ding, oder? Na, doch nicht. Einfach so klein, oder? Ich bin da nicht so zimperlich mit meinen Hausklamotten. So. Ja. Aber du kochst ja da haben, oder? Ich liebe es, ja. Ja? Ich habe nicht immer die Zeit dafür, aber. Wenn, dann gerne und dann für möglichst viele. Das ist also ein Vorstecker, heißt das, weißt du, das dann das auf Zeiten hin. Ja, da wenn es voll wird, genau. Ja, oder abwischen oder wie. Super. Das ist einfach durchgezogen. Ja, einfach durchziehen. Ja, super. Cool, das hat aber noch keiner gemacht, aber ich schaue toll aus. Ja, Styling. Das ist ein gutes Styling, ja. Ja. Jetzt ist einmal gespannt, was du dabei hast. Ja, schauen wir mal. Ich habe mir gedacht, was für meine Ziegen gut ist, kann für uns auch nicht schlecht sein. Was ist das Ziegenfutter, oder? Zeig. Meine Oma wird immer sagen, was machst du mit dem Ziegenfutter, mit dem Hasenfutter? Die versteht das nicht, dass ich immer so viel Salat essen mag. Löwenzahn. In grün. Also, ich glaube, da mögen die Ziegen sehr gerne. Ja, es liebt, und die Hasen natürlich auch. Und die Hasen. Der schaut auch. Ja? Nochmal Löwenzahn. Ein bisschen, nicht, damit es nicht so fad, nur grün ist. Der ist jetzt aber schöner. Also den mag ich jetzt lieber. Also, das ist ja schöner. Das ist also, ich würde sagen, der ist was für uns und der ist was für die Ziegen. Nein. Das ist ja schon beides. Kartoffeln? Kartoffeln, sehr gut. Ja, das ist immer gut. Das müssen wir jetzt auspacken? Nein, lass mal. Nein, lass mal. Sauerampfer, frischen, den gibt es ja auch schon. Das ist ja her. Ja, das ist Saison. Das ist toll. Ja, der riecht super. Feini. Der riecht super. Genau. Sauerampfer haben wir. Also, ich habe keine Mühen gescheut, mich noch ins Wasser gestürzt und zwei frische Renken besorgt. Super. Dann hier Zwiebeln halt, Knoblauch. Zwiebeln, Knoblauch. Passt. Also ich denke, da haben wir ein bisschen was, da können wir schon ein feines Mahl zaubern. Da haben wir schon was zu tun, ja. Mhm. Hast du dir schon Gedanken gemacht oder machen wir uns miteinander Gedanken? Ja, machen wir miteinander. Ich denke, du wirst schon eine gute Idee haben, oder? Also pass auf, also mit deinem Löwenzahn, da ist ja schon eh klar, da kannst du nur einen Salat machen. Mhm. Also entweder Ziegen füttern oder Salat machen. Wir machen Salat. Gut. Du hast jetzt wirklich Ziegen, oder? Ja, freilich. Ja, 5 Stück. Aber die stehen doch recht, oder? Nein, immer nur im Herbst. Also so Oktober, sowas geht das eigentlich los. Wenn so Paarungszeit ist, dann stinkt der Bock natürlich fröhlich vor sich hin. Ja. Aber die sind weit genug vom Haus weg, dass ich das nicht dauernd ertragen muss. Nein, ich habe die saniert, aber man hört es halt immer, dass die stinken. Was hast du denn für Viecher? Pferde, Gänse, Hühner, Minischweine. Lässt du selber schlachten? Nein. Das wird alles nicht gegessen bei uns. Was? Wir sind Vegetarier, also... Also so richtige Haustiere halt, oder? Ja. Die sind doch so nett, so Minischweine, die sind doch so klein. Die können noch nicht essen. Haben die alle einen Namen dann oder was? Ja. Wie heißen die? Sissi und Franz. Sissi und Franz. Also, was machen wir? Was meinst du? Also jetzt pass auf, im Löwenzahn ist das so, da würde ich sagen, da machen wir einen Löwenzahnsalat. Mhm. Dann kann man jetzt gerade mit den Renken da, kann man vielleicht so Renkenfilets machen. Mhm. Weiß nicht, den wir dann einfach schön leicht würzen und melieren. Mhm. Und grillen, oder? Genau, grillen einfach. Da machen wir zu dem Löwenzahn, also wir haben jetzt... hier ein ganz spezielles Dressing, und zwar so ein Sherry-Dressing. Die würde ich dir gerne zeigen, das war dann vielleicht toll. Kann man dazu machen. Also Löwenzahnsalat mit gegrilltem Renkenfilet, Sherry-Dressing. Mhm. Zum Sauerampfer, da fällt mir jetzt eigentlich aus der Suppe nicht viel ein, aber ich glaube, wenn man jetzt eine schöne Sauerampfersuppe ist doch toll, oder? Klar. Logisch. Machen wir da eine schöne Sauerampfersuppe. Zur Sauerampfersuppe, die tut man, also ich tue jetzt Kräutersuppen von Haus aus, alle Kräutersuppen mit Kartoffeln abbinden. Ich auch. Super, schon her. Mach mal leicht die Dinge. Eben, dann das macht so schön sämig. Genau, dann nehmen wir jetzt eine Kartoffel her. Ja. Die anderen Kartoffeln würde ich sagen, zu dem Fall jetzt eine Sättigungsbeilage braucht man. Machen wir mal was anderes, machen wir mal einen Kartoffelschnee. Das ist eigentlich schnell und einfach. Das heißt, Kartoffeln, weißt du, da presse ich durch. Und dann pressen. Und dann du kannst das dann zum Beispiel jetzt eine Creme Fraiche drauf machen, Butterflocke drauf. Mhm. Kartoffeln, die nehmen wir zum Kaviar her oder Käse oder was. Okay, Hans-Peter. Kommst du mal? Das ist der Hans-Peter, das ist unser Küchenchef, der hilft uns ein bisschen. Ach so, ist jetzt der Lehrling? Ja, Nein, das ist der Boss, man muss jetzt die Arbeit machen. Hallo. Genau, der muss uns ein bisschen helfen, weil sonst haben wir... Da ist ja her, die Claudia hat uns da so schöne Sachen mitgebracht. Da haben wir gesagt, Kartoffelschnee, wenn du vielleicht die Kartoffeln präparierst für einen Kartoffelschnee, dann einen Salat waschen, dann müsstest du das zubereiten, den nimmst du mit. Das war gut, wenn du den... Also vom Verhältnis her, Vom Verhältnis her würde ich sagen, wenn es dir recht ist, ein bisschen
den hellen nehmen wir alles her und von dem grünen nicht ganz so viel, oder? Der Rest wird okay, der Rest ist nämlich ein bisschen bitter. Die Hasen und die Meerschweinchen. Nein, der ist nämlich ein bisschen bitter. Ja, okay? Ja, aber ich finde, das macht es oft interessant. So diese, also du kannst auch ein Chicorée. Nein, nein, machen schon so, wie du meinst. So. Also ich würde sagen 2-2-1, oder? Ja, gut. So machen wir es. So machen wir es. Man trinkt ihn langsam und am besten eisgekühlt. Mein Sommerwein ist wie die Liebe süß und wild. So durch die Nacht und sah den Sternen zu und spürte, dass ich heut noch was Verrücktes tu. Sie stand so da und fragte, bist du auch allein? Komm mit und trink ein Glas Sommerwein. Sommer. So, Claudia, schauen wir jetzt unseren Suppenansatz. Mhm. Zwiebel, Kartoffeln, die haben wir jetzt ein bisschen angelassen da hinten. Okay. Du musst bald nur aufpassen. Ich passe auf, okay? Also, rührst du einmal um, genau. Rührst du einmal um. So, jetzt lassen wir uns ein bisschen stehen. Das haben wir dann zwischen. Aber lecker warm hier über dem Herd. Lecker warm über dem Herd. Lecker warm, das sagt man nicht in Bayern. Kostet eigentlich bayerisch? Ja, ich denke schon ein bisschen. Ja, sicher, sicher. Ja, schon. Super. Jetzt müssen wir unser Salatdressing machen. Unser Sherry-Dressing für deinen Ziegensalat. Ja. Lippensandsalat. Also, da nehmen wir ein bisschen Eigelb rein. Oha. Ein bisschen Eigelb haben wir. Schneebesen haben wir auch da. Du kriegst da ist ein bisschen geschnudert, da ist noch Eiweiß dran. Also, du bist aber sehr etipetet hier, ja, und sehr genibelt, weißt du das? Gelegentlich. Gelegentlich. So. Da hat er einen Senf dazu. Ein Senf. Da haben wir jetzt einen Sherry-Essig. Das kann ich mir gar nicht alles merken, Mensch. Das musst du nicht merken, weil das ist also... Ich will das ja nachkochen zu Hause, du bist ja gut. Und ein kleines bisschen Lasagne. Lasagne. Hüftgold. Ja, das ist, bei dir ist das Wurst, da kannst du das locker machen, da ist eh so eine Traumfigur. Da ist das überhaupt kein Problem. Von der Stimme her bist du wirklich also einmalig, das muss man schon mal sagen. Okay. Nicht umsonst, ich meine, 5 goldene Stimmgabeln hast du, ja, dann 2 Echos und also Auszeichnungen ohne Ende. Ja, ja. Aber das macht letztendlich auch nicht glücklicher und gesünder, muss ich sagen. Ja, gut, aber essen meine, schon. Ja schon, aber ich meine, das ist doch eine gute Bestätigung, oder? Ich meine, das, da fühlst du doch das auf jeden Fall. Also, das, meine, das ist doch Fall. Toll. Also, ich finde schon, also, deswegen, ich mal von dir, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, aber das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil ich eine Sendung gesehen, ich weiß wirklich nicht mehr, wie die heißt. Und zwar hast du mit deiner Tochter gesungen, ja? Ja. Und die war also, das war so eine Einheit und das war so eine Sympathie. Also, du meinst bis auf den Moment, als ich einen Text vergessen habe? Ja, aber das war wirklich, also, das war sensationell. Und ich muss sagen, deine Tochter, die war ja auch, also, die war jetzt nicht schlechter wie du. Sehr souverän, ja, ja. Ja, die war, ja, für mich war einfach diese Aufregung. Das ist das erste Mal, ja, das Kind im Fernsehen. Und ich dachte, ja, oh, die hat so eine Angst, die ist so aufgeregt. Und dann habe ich einfach vor lauter Stolz meinen Einsatz verpasst. Also, ja, das hat man aber auch gemerkt. Also, da warst du also, wahnsinnig stolz und so. Ja, übergebendes Mutterherz. Ja, ja, aber da waren auch, das war auch so, das war schon... nicht neidisch, aber da hat man schon gedacht, das ist eine tolle Sache, das war eine tolle Einheit. Das sind so Momente, weil manchmal, da siehst du im Fernsehen irgendwas, ja, das geht einfach vorbei, das ist da mehr tolle Sachen, aber das war zum Beispiel, das ist mir in Erinnerung geblieben, das ist wirklich schon eine Zeit lang her. Ja, uns auch. Ja, eben, das ist toll, das hat man dann auch gemerkt, also das war sehr, sehr schön. Genug gerührt? Nein, jetzt muss man abschmecken. Gerührt? Ja, nein, jetzt haben wir ein bisschen einen Pfeffer dazu. Und was noch? Ein bisschen Knoblauch, der ist gesund. Knoblauch? Knoblauch, der meine. Darf ich zu Hause nicht mit ankommen, mit Knoblauch? Warum nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Aber mein Mann verweist mich dann das Schlafzimmer. Zieh deinen Mantel aus und fühl dich wieder heim. Und dann probier ein Glas Sommerwein. Oh, Sommerwein. Warum willst du es noch aufmixen? Damit mehr Luft reinkommt, dass es ein bisschen luftiger ist. Verstehst du? Dann wird es ein bisschen mehr Volumen und so. Und weißt du, was mein Lieblingslied ist? Nein. Amore, Amore. Amore. Also mach mal ein Geschäft, pass auf, ich filetiere die Ränken. Und ich singe ohne Musik. Und du singst Gott, ohne Musik. Hässlich. Oder? Ja, wenn du dann noch, wenn das passt, wenn du dann noch schneiden kannst. Ja, logisch, da schneide ich umso besser. Amore, Amore, oder was? Ja, da kannst du aber was anderes singen. Mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Aus einem Tal, das die Sonne nie fand. Fühltest du mich in ein schöneres Land? Aber das passt nicht zu dem. Das ist der Fisch so brutal geschnitten, das geht doch nicht. Da singst du ein Fischlied. Schei, da liegt der tote Fisch im Wasser, der ist schon hin. Das ist gut. Ja. Ich sah sie an und hoffte, da
was noch mehr passiert, dass sie vielleicht heute Nacht ihr Herz an mich verliebt. Zog meine Schuhe aus und stellte mich drauf ein. Sie füllte mein Glas neu mit Sommerwein. Wir haben jetzt als erstes einmal ein bisschen, machen wir unsere leichte Einbrenne. Da ist jetzt ein bisschen Mehl drauf. Das gibt ihm jetzt einen tollen Geschmack. Wenn das Mehl jetzt da mitröstet. So, dann werden wir also die Dinge noch leicht mit angehen lassen. Den Sauerrampf hat jetzt ein bisschen Petersilie mit reingemacht. Mhm. Weil nämlich der Sauerrampf wird relativ schnell grau. Und die Petersilie hat noch die Farbe länger, weißt du? Auge isst ja schließlich mit, gell? Eben, ja, wenn es grau ist, ist nichts. Dann lassen wir jetzt relativ schnell da aufgießen. So. Und dann so Weißwein rein. Mhm. Dann habe ich hier eine schöne Hühnerbrühe. Da kannst du jede Fleischsuppe hernehmen. Ja. Könntest du da jetzt auch einen Spargelfang hernehmen oder so? Das ist jetzt eigentlich genau. Ja, oder bei euch gesagt, Gemüsebrühe auch. Also Gemüsebrühe, für Vegetarier eben, das ist jetzt, ja klar, für Vegetarier. Spargelfang jetzt momentan um die Jahreszeit oder Gemüsefang. Das ist eigentlich egal, was man da hernimmt. Lass mal das aufkochen hier. Und dann können wir dabei schon die Fischfilets grillen. Mhm. Und die Pfanne drauf. Kommt jetzt ein bisschen Öl rein. Und dann nehme ich ein normales Pflanzenöl her. Mhm. Also das ist eigentlich. Weil, weißt du, wenn du jetzt Olivenöl nimmst, das Olivenöl hat eh so eine Farbe, dann werden die Filets also leicht grünlich und so weiter. Ja, das finden sie nicht so gut. Ein bisschen Pflanzenöl und ein bisschen Butter mischen miteinander. Und zwar auch deswegen, weil du hast also dann auch die Kontrolle, damit das Öl nicht zu heiß wird beim Fisch. Mhm. Verstehst? Ich habe letztens irgendwann ein Woköl hergenommen, so ein aromatisiertes mit Knoblauch. Das ist gut. Das war genial. Das ist gut. Super. Klar, das kannst du auch nehmen. Das ist natürlich toll. Verstehst? Das ist auch nicht schlecht. Schöne die Suppe, die werden wir jetzt da einfach noch mal. Bevor jetzt der Sauerrampf grau wird. Das ist Wahnsinn, wie schnell der die Farbe ändert. Ja, wie schnell die Farbe ändert. Den lassen wir jetzt mixen dabei. Kurz mixen lassen. Und dann der mal durch das Sieb, wenn wir den hier reinpassieren. Dann ist nämlich die Suppe fertig. So, okay. So, Rätsel, du kannst jetzt mit dem Kochlöffel ein bisschen durchdrücken hier. Genau. Ich mache dabei die Fischfilets in die Pfanne rein. So, einfach jetzt nur kurz im Mehl kurz reingelegt. Ich habe jetzt noch kurz das Mehl, das schließt jetzt die Poren. Und ich finde ja, der Fisch, der braucht schon auch noch ein ganz bisschen einen leichten Röstgeschmack. Ja, das wenn er so eine dünne Haut hat, weißt du? Dann schmeckt er einfach ein bisschen besser. Aber wie gesagt, das kannst du jetzt auch ohne machen. Und was auch noch dazu kommt, wenn du es leicht melierst und gleich in die Pfanne machst, dann klebt er nicht an. Weißt, dann klebt das die Haut unten nicht an. Das ist halt immer ganz wichtig. Ne? Was ist das? Also, die wird schon ganz gut. Jetzt haben wir dann einfach ein kleines bisschen ein schlussgelangene Sahne rein und dann haben wir eine wunderschöne Sahnerampassuppe. Gut, dann würde ich sagen, dann können wir den Salat anrichten. Können wir machen. Man trinkt ihn langsam und am besten nicht zu viel. Mein Sommerwein lässt mich oft tun, was ich nicht will. Ich würde so gern mit dir heute Nacht noch zärtlich sein. Doch du willst ständig mehr vom Sommerwein. Oh, schau, da kommt der Kartoffelschnee. Der Kartoffelschnee jetzt dann mit Creme Fraiche. Den kann man jetzt auch mit zur Suppe essen oder eben dann zum Salat. Ne? Das passt also, glaube ich, zu beiden ganz gut. Also ich bedanke mich, dass du hier warst. Das war mir eine riesen Ehre und Freude. Immer wieder gerne. Ja, und ich hoffe, du kommst auch gerne wieder mal. Ganz bestimmt. Ne? Und, ja, und gekocht haben wir ganz gut mit zwei, oder? Ja, ich glaube schon. Super. Kann man essen. Dann machen wir es jetzt auch.